Nun, und weil ja heute Tag der Pressefreiheit ist, haut die Bild-Zeitung mal wieder richtig raus. Also, die machen halt davon Gebrauch, ja. Und ich möchte zitieren: Völlig verrottet. Kanzler hat einen Dachschaden. Das steht exakt so bei Bild Online. Und dazu muss man sagen, man sieht bei Bild Online ein Foto von Olaf Scholz und die Überschrift steht davor, ja. Ja, selbstverständlich ist mit dieser Überschrift alles gesagt, was gesagt werden muss. Andererseits muss man auch sagen, ja, in dem Artikel geht es dann, wenn man draufklickt, darum, dass das Bundeskanzleramt einen Dachschaden hat, der da behoben werden muss. Aber, meine Damen und Herren, dass hier ein Foto vom Bundeskanzler genommen worden ist mit dieser Überschrift, das halte ich für keinen Zufall. Ja, und heute ist nicht nur Tag der Pressefreiheit, heute ist auch Tag der Mathe-Klausuren. Also heute werden die Mathe-Abiturklausuren geschrieben und ja, da passt folgende Meldung quasi wie die Faust aufs Auge. Der Fokus berichtet: Desaster für den Arbeitsmarkt. Deutschland verdummt. Was man dagegen machen kann. Das Land der Dichter und Denker verdummt. Eine harte These, zudem verallgemeinernd. Aber so klang es immer wieder von Kommentatoren und Fachleuten in den letzten Tagen angesichts mehrerer Daten, die eher aus Zufall innerhalb kurzer Zeit veröffentlicht wurden. Ja, Zufall. Erstens hat das Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung des Instituts der deutschen Wirtschaft, kurz IW, errechnet, dass es 2022 für mehr als 630.000 offene Stellen rechnerisch keinen passend qualifizierten Arbeitslosen gab. Ein zweiter Negativrekord lautet: Zum ersten Mal gibt es hierzulande mehr als 2,5 Millionen Menschen, die über keinen Berufsabschluss verfügen. Das geht aus dem Entwurf des neuen Berufsbildungsberichts hervor. Ja, und auch die Tagesschau ergänzt hier mit einer wirklich aussagekräftigen Grafik, aus der hervorgeht, wie hoch der Anteil der Jugendlichen ohne grundlegende schulische Fähigkeiten ist. Ja, Deutschland, wo wir schon mal bei Platzierungen sind, rangiert auf Platz 30. Denn in Deutschland haben ganze 23,8% der Jugendlichen keine grundlegenden schulischen Fähigkeiten. Also wir haben seinerzeit von Honks gesprochen. Also ein Honk ist ein Hauptschüler ohne nennenswerte Kenntnisse. Ja, meine Damen und Herren, man munkelt so, aber ja, also dass die Grünen beispielsweise das Wahlrecht für Leute ab 16 oder gar ab 14 fordern, mag mit diesen Zuständen irgendwie zusammenhängen. Ganz vorne steht die ehemalige Parteivorsitzende und amtierende Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Bei zahlreichen Gelegenheiten offenbarte sie tiefe Lücken in ihrer Geschichtsbildung mit fataler Wirkung auf die deutsche Diplomatie und Außendarstellung. Vergangenen Dezember reiste Baerbock nach Nigeria. Im Mittelpunkt stand dabei die zeremonielle Rückgabe einiger sogenannter Benin-Bronzen. Auf Twitter schrieb Baerbock: Heute gehen wir einen Schritt, der längst überfällig war. Wir bringen 20 Benin-Bronzen zurück in ihre Heimat Nigeria. Das wird nicht alle Wunden der Vergangenheit heilen, aber wir zeigen, dass wir es ernst meinen mit der Aufarbeitung unserer dunklen Kolonialgeschichte. Nigeria war aber keine deutsche Kolonie, sondern britisch. Die Benin-Bronzen wurden von britischen Truppen geraubt und gelangten über Umwege in deutsche Museen. Im vergangenen September wurde Baerbock in die ZDF-Sendung Markus Lanz zugeschaltet. Gefragt nach Methoden der Kriegsführung im Ukraine-Konflikt, antwortete Baerbock: Wir müssen die unterschiedlichen Methoden genau analysieren, weil es eben nicht ein Krieg ist, der wie im 19. Jahrhundert geführt ist, mit Panzern alleine.
Baerbocks Antwort verwunderte sehr. Die ersten Panzer wurden 1916 mitten im Ersten Weltkrieg eingesetzt, sprich im 20. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert waren Infanterie und Kavallerie die Hauptgattungen der Landarmeen. Auch mit der Geschichte des Zweiten Weltkriegs nimmt es Baerbock nicht zu genau. Im September 2021, mitten im Bundestagswahlkampf, referierte die damalige Kanzlerkandidatin der US-Denkfabrik Atlantic Council über die angebliche Einigung Europas. Then I come from a region around Berlin, it's called Brandenburg, it was Eastern Germany and it has a direct border over the Oder River to Poland. And my own grandfather fought like in the winter of 45 at this river, at this border. Mal davon abgesehen, dass Baerbock aus der Region Hannover stammt und nicht aus Brandenburg, stimmt an diesen Sätzen vieles historisch nicht. Im Winter 1945 war der Zweite Weltkrieg längst vorbei. Die Kämpfe an der Oder fanden im April 1945 statt. Die Brücke in Frankfurt an der Oder markierte damals auch keine Grenze, sondern lag innerhalb der Mark Brandenburg. Wie die Black Lives Matter-Bewegung in den USA und Großbritannien in den vergangenen Jahren, eilten die Grünen vorneweg, um auch in Deutschland Statuen einstürzen zu lassen. Ob in Bremen oder Hamburg, überall sollten Bismarck-Statuen weichen. Auf Bestreben von Baerbock wurden im Auswärtigen Amt sämtliche Bezüge zu Bismarck entfernt. Ein nach ihm benannter Tagungsraum wurde in den Saal der Deutschen Einheit umgetauft. Bismarcks Porträt wurde von der Wand entfernt, obwohl Bismarck selbst im Jahr 1870 Gründer des Auswärtigen Amtes war. Baerbocks Feldzug gegen Bismarck weckte Widerspruch aus der Familie von Bismarck. In einer Pressemitteilung forderte sie, dass Otto von Bismarck wie jede Persönlichkeit aus der historischen Situation heraus bewertet werden müsse. Alexander von Bismarck erhebt schwere Vorwürfe gegen Baerbock. Das Gemälde von Otto von Bismarck als Gründer des Auswärtigen Amtes und auch erster Leiter dieses Amtes im Bismarck-Zimmer abzuhängen und auch das Zimmer umzubenennen, zeugt davon, dass Baerbock für Deutschland kein Geschichtsbewusstsein hat. Die moralisierende Außenministerin hat ihr Amt verfehlt. Sie geht nicht nur negativ mit vielen anderen Ländern um, sondern auch in ihrem eigenen Land verdreht sie die Geschichte. Bismarck ist nicht das einzige Opfer der Grünen Cancel Culture, der Streichung deutscher Geschichte aus dem gesellschaftlichen Alltag. Auch Namen wie etwa des ehemaligen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg und des preußischen Generalfeldmarschalls Helmut von Moltke werden als Straßennamen gestrichen. Ende 2022 forderte die grüne Staatsministerin für Kultur und Medien, Claudia Roth, die Entfernung des Namens Preußen aus der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Man vergisst das so schnell. Vor einem halben Jahr Thüringen, da standen wir kurz davor, dass ein Nazi, dass jemand, der nicht auf dem Boden des Grundgesetzes steht, in einem unserer Bundesländer zum Ministerpräsidenten gewählt wird. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Das eint uns an der Stelle dann wieder und zeigt, was möglich ist, auch innerhalb von kürzester Zeit, auch gegen Widerstände, wenn man es politisch will und dann auch auf den Weg bringt. Dann fehlt jetzt lediglich noch die persönliche Erklärung vom Generalsekretär des Zentralkomitees der SED, dem Genossen Erich Honecker, der Ihnen einen guten Charakter und eine tadellose sozialistische Gesinnung attestiert. Und wir machen hier deutlich auf diesem Außenministerinnenrat, dass wir weiter hinschauen, dass wir an der Seite der Menschen, der mutigen Frauen, Männer und Jugendlichen im Iran stehen, auch wenn das Thema aus der Öffentlichkeit in den letzten Tagen etwas verschwunden ist, schauen wir hier hin. Wir akzeptieren nicht diesen brutalen Menschenrechtsbruch. Das muss ich alles sofort unserer Heiligkeit, dem Papst, berichten. Gute Arbeit. Hier vor Ort in Jeddah sieht man die vorsichtigen Schritte der Öffnung, die es in den letzten Jahren gab. Das verdient Anerkennung, gerade auch mit Blick auf innere Widerstände. Noch vor ein paar Jahren wäre es unmöglich gewesen, dass ich bei meinem geplanten Besuch der Hafenbehörde auch Grenzbeamtinnen getroffen hätte.
Sie sind unter den ersten Frauen, die in Saudi-Arabien im Sicherheitssektor arbeiten können. Wir fordern das Recht, dieselben Jobs wie Männer machen zu dürfen. Es sei denn, sie sind zu gefährlich, zu anstrengend oder haben was mit Waffen zu tun. Oder sie sind zu schlecht bezahlt. Oder sie sind zu schlecht bezahlt, richtig. Ein Dorf unterstützen, was wieder aufgebaut wird in Nigeria, dass es einen Unterschied macht, ob man sich vorher fragt, wer wohnt eigentlich in diesem Dorf, wenn man zum Beispiel die Sanitäranlagen plant. Ach, mir ist so unfassbar langweilig. Viel zu viel Verantwortung. Jetzt können wir auf der ganzen Welt die bekackten Aquädukte bauen. Beim Ausbau der erneuerbaren Energien, bei grünem Wasserstoff, gibt es hier ein unglaubliches Potenzial, gerade im Bereich der Solarenergie, aber auch bei Wind. Dazu war der saudische Energieminister ja gerade auch zu Gast in Berlin. Deshalb habe ich hier, wie auch bei allen anderen Reisen, gerade wenn es um die wirtschaftliche Kooperation geht, eben auch die Frage von Rechtsstaatlichkeit, von Verlässlichkeit und Menschenrechten angesprochen. Denn wirtschaftliche Kooperation kann nicht losgelöst von Rechtsstaatlichkeit, von Menschen- und Freiheitsrechten betrachtet werden. Das sind immer zwei Seiten derselben Medaille. Hm, hier deine Weihe, mit dem lieben Gruß von meiner Mutti. Er ist sehr volkslang. Neben dem Kaiser, ich weiß es nicht, ich weiß keinen Namen. Ein Mann, nach dem zum Beispiel ein Hering benannt wurde. Was? Ja. Oh Gott, das müsste ich jetzt Hamburgerin eigentlich wissen. Ja, eigentlich schon. Keine Ahnung. Mit B. Der Bismarck? Ja, richtig. Ach was, wirklich? Otto von Bismarck, ja. Der war Kanzler. Der war Kanzler. Witzig. Nein, die grünen Bundestagsabgeordnete Emilia Fester hat sich keinen Spaß erlaubt. Sie hat wirklich keine Ahnung von deutscher Geschichte. Fester ist kein Einzelfall bei den Grünen. Ihre Partei fällt mit beispielloser Ignoranz und Überheblichkeit über die deutsche Geschichte her. Die offen zur Schau gestellte historische Ahnungslosigkeit der grünen Bundestagsabgeordneten Emilia Fester ist erschreckend. Weder kennt sie Bismarck noch weiß sie, wann die Bundesrepublik gegründet wurde. Die 25-jährige ehemalige Regieassistentin und Bühnenhelferin, die keinen Studienplatz bekommen hat, wurde über die Hamburger Landesliste in den Bundestag entsandt. Dort fällt sie vor allem mit ihren Tanzvideos in den Räumlichkeiten des Reichstags auf, die sie über die sozialen Medien verbreitet.